Santa Claus in Trouble. Wieder ein weiteres Weihnachtsspielchen, was ich auf der Computerbildspiele gefunden habe. Ich weiß nicht so recht, warum das jetzt anfängt zu... Alter. Das Spiel ist abgestürzt. Und ein neuer Versuch. Diesmal starte ich gleich das Spiel und... Okay, wir sind der Weihnachtsmann und wir müssen... Wir können so laufen, wir können so springen. Okay. Die Steuerung ist erstmal richtig scheiße. Weil die mit der... Warte mal, kann man die mit der WASD? Nein, WASD geht nicht. Mit den Pfeiltasten. Aha, also wir müssen nur durch das Level springen und Geschenke einsammeln. Ich dachte immer eigentlich, dass der Weihnachtsmann Geschenke verteilt. Aber hier sehen wir ja seine wahren Züge. Er sammelt die Gegenstände, die Geschenke nur ein, um sie für sich zu behalten. So. Außerdem sind wir schon viel zu spät. Es ist ja schon nach Weihnachten. Hops, hops, hops. Wir müssen uns beeilen. Wir haben jetzt zwei Wege. Wenn ist irgendwas, das holen wir uns natürlich. Wir holen uns alles. Ah, wir haben auch nur eine bestimmte Zeit. Voll die coole Mucke im Hintergrund übrigens. Wäre das Spiel nicht so komplett abgestürzt, könnte man sagen, das ist gar nicht so dumm. Also, ich finde, es ist... Wow, das war knapp. Es macht relativ Spaß, auch wenn ich sagen muss, dass die... Funktion zwischen Pfeiltasten und der Maus nicht so schlau ist, schlau gewählt ist. Okay, die bewegt sich von alleine, die Plattform. Das kennen wir noch aus Super Mario. Und wie habt ihr euer Weihnachten bisher verbracht? Oh. Also wenn ihr anfängt, hier einen Weihnachtsmann zuzuschauen, wie er auf Zeit Geschenke klaut, dann muss euer Weihnachten ja nicht so gut gewesen sein. Meins war es jedenfalls nicht. Und wer kennt's nicht auch alles, dass im Weihnachten immer irgendwas passiert, irgendjemand ist wieder eingeschnappt, der hat nicht das bekommen, was er bekommen wollte und Familienstreitigkeiten und etc. Wer kennt das nicht alles? Machen wir es wieder, gute Weihnachtsmann hier. Einfach die Geschenke stibitzen und abhauen. Oh, da hinten ist wieder was. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Das holen wir uns. Wow, da kann ja Doppelsprung. Warum? Seit wann er das überhaupt konnte, wusste ich nicht. Und die Geschenke. Alter, ich krieg hier einen Krampf im Arm. Okay. Wow. Bei der Musik, da pennst du doch ein, bevor du hier überhaupt in Form kommst. Das nehmen wir auch noch mit. Oh Gott. Oh, wir leben noch. Wir haben noch ein... Oh Gott. Was ist denn jetzt los? Wir sind aus dem Takt. 70 von 80 Geschenken. Ich hoffe, wir haben die Geschenke noch. Ja, wir haben sie noch von vorn. 10 Geschenke brauchen wir noch. Wir haben nur 76 von 80? Wo waren denn die letzten 4 Geschenke? Das ist eine gute Frage. Er addiert uns noch was zusammen. Dann noch die Zeit. Und unsere Punkte. Gesamtpunkte von... Was? Warum kriege ich gar nichts Besseres? Schade. Okay, weiter geht's. Level 2. Vergesst Mario, vergesst Sonic. Wir haben hier einen super Around-Weihnachtsmann, der alles kann. Vor allem immer diese... Oh, was ist denn das? Ich weiß nicht, was es war. Auf jeden Fall ist das was Neues. Was für geile Spielinhalte das hier doch bietet. Da kann GTA nicht mithalten.
Oh, es werden ja immer mehr. Was ist denn hier los? Anscheinend gefällt das ihnen gar nicht, dass wir hier die Geschenke mopsen. Wow. Und die Musik wiederholt sich. Das waren wahrscheinlich schon alle Tracks, die das Spiel zu bieten haben. Geht einem bestimmt überhaupt nicht auf die Nerven. Mal sehen, was passiert, wenn der uns trifft. Kann man den kaputt hauen? Alter, wird ja ein schwindelig. Oh, wenn wir ihn berühren, fliegen wir 5000 Meter weit. Das ist wirklich Sander in Trouble. So, warum sind wir hier oben? Ach, da hinten können wir auch noch hin. Das können wir ja mal versuchen. Warum gibt es überhaupt solche hohen Häuser hier? Sind wir auf den Dächern oder wo sind wir? So fliegende Plattformen über der Stadt. Ist das nicht ein bisschen merkwürdig? Oh. Warte mal, kommen wir nochmal hoch. Wir können sogar nochmal hoch. Extra, um alle Geschenke mitnehmen zu können. Wir sind Santa's Thief. Habt ihr auch fleißig Weihnachtslieder gesungen? Zu Heiligabend? Das musste man zu meiner Zeit noch machen. Das weiß ich noch. Mir fielen nur solche leichten Sachen ein. Und dann vor der gesamten Verwandtschaft trällern. Peinlicher geht's gar nicht. So. Aber das war noch völlig normal. Der Pfeil zeigt uns da hinten hin, aber ich gehe erstmal hier hin. Wow. Machen wir mal langsam. Alter, meine Hand tut so weh. Was passiert jetzt? Achso, wir werden wieder hochgeschleudert. So, dann gehen wir mal zu diesen großen Plattformen. Und das war's schon. Wir haben wieder 4 Geschenke nicht gekriegt. Ah, das ärgert mich ein wenig. Und wir kriegen noch Punkte draufgerechnet. Sehr schöne Scheiße. So, Level 3. Wow. Das fängt ja gut an. So. So. Natürlich ein bisschen blöd gemacht mit der Kante hier. Mal sehen, was uns jetzt noch entgegenkommt. Ich hoffe, die können nicht hochspringen. Und natürlich wieder das Weihnachtsschlaflied. Stille Nacht, heilige Nacht ist das. Hui. Nervig, dass man dann erstmal den ganzen samten Weg nochmal neu gehen muss. Ach, ihr habt noch 2 Leben. Dann bin ich für immer Game Over, oder wie? Muss ja aufpassen. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, dass dieser goldene Weihnachtsmann da ist. Oh. Aber zum Glück bin ich ja durch Banjo-Kazooie und Mario abgehärtet. Und ich sehe gerade, diesen Einsprung konnte ich nur einmal machen. Wow. Ah. Wer das Geschenk noch haben? So, jetzt müssen wir mal kurz warten. Und safer. Unser Safe Point ist erreicht. Wie kommen wir denn da oben ran? Ach so. So macht Weihnachten natürlich Spaß. Mit Mutanten auf dem, über den Dächern. Und Santa Claus, der die Geschenke mobst. Hey, hallo. Danke. Ah, liebe Kinder, ihr könnt doch nicht den Kamin anlassen. Ob wir das noch schaffen, ich weiß es nicht. Also hier ist es noch möglich, aber da drüben? Okay. Haben wir den heißen Hintern noch geschafft? Ach du Scheiße.
bloß keinen Fehler machen. Okay, haben wir alles? Ah, da ist noch ein Geschenk. Jetzt können wir hier hochgehen. 99 Geschenke sind es diesmal. Ich versuche diesmal keins auszulassen. Das ist unsere heilige Pflicht. Auf den Eis rutscht man übrigens. Habt ihr sicherlich mitbekommen. Bewegende Plattform. Und so viele Pfeile, die immer in eine Richtung zeigen. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Offensichtlicher kann man es ja nicht machen. So. Dürfen wir nicht springen? Oh Gott. So, jetzt noch den hier. Die haben übrigens lustige Anzüge an. Sieht aus wie solche, keine Ahnung. 99 von 99, wir haben es geschafft, Leute. So. Und das geht wahrscheinlich endlos so weiter. Wir haben neue 3 Leben bekommen. Ein Spiel, was niemals enden wird. Aber für mich ist heute, ist jetzt Schluss. Ja, ich weiß, schöne Punktzahl. Für mich ist Schluss. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen erholsamen Weihnachtstag. Wir sehen uns in einem neuen Part wieder. Wenn da wirklich noch einer kommen sollte. Aber Weihnachtsspielstimmung ist schon ein bisschen aufgekommen. Also macht's gut. Tschüss.